Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Evo2KTV. Wir sind heute bei FIFA 17 der Karriere und es steht das Derby an. Heimspiel gegen Schalke 04. Im letzten Spiel haben wir ja im Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart gewonnen und heute geht es darum, dass wir auf jeden Fall gewinnen werden, weil wir wollen ja nicht hinter Schalke in der Tabelle landen. Wir haben sowieso mittlerweile einige Punkte Rückstand auf die Bayern und das müssen wir ändern. Wir haben auch an der Aufstellung wieder ein bisschen etwas geändert. Eigentlich dürfte Reus gar nicht spielen, anhand seiner Fitness, die er hat, wegen dem langen Spiel. Aber wir haben momentan leider keine Alternativen, deswegen ist Reus heute zu einem Einsatz gezwungen. Ich hoffe, es geht gut. Aubameyang, leider auch das Gleiche, aber ich finde, Ober muss einfach gegen Schalke spielen. Der muss auf die Zähne beißen. Ansonsten Kagawa vorne im Zentrum, Pulisic spielt rechts. Rode Merino bilden die Sechserposition. Schmelzer, Sokratis, Batra und Felix Passler kommt zu seinem Saisondebüt. Und Roman Bürki natürlich im Tor. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier ein erfolgreiches Derby spielen werden. Jetzt erstmal wieder hier der Quatsch, den kein Mensch irgendwie, der jedem egal ist. Zumindest hier in diesem Karrieremodus. Wie das hier am Laggen ist. Abgefangen. Na gut, weiter geht's. So, hier haben wir. Es ist live aus Dortmund. Freuen wir uns auf 90 Minuten tollen Fußball aus der Bundesliga und damit herzlich willkommen zu dieser Partie von Wolfuß und Frank Buschmann. Ich kann mich nur anschließen. Tolle Atmosphäre hier, wie eigentlich immer in der deutschen Elite-Liga. Hoffen wir, dass die Partie da mithalten kann. Ich bin noch da mit beschäftigt, endlich mal meine Formation zu finden, die in der Vergangenheit auch schon für jede Menge Zündstoff gesorgt hat. Man hat manchmal den Eindruck, für die Fans und einige Spieler ist ein Sieg im Derby wichtiger als ein Titel. Ja, vor allem, wenn man dem Gegner damit richtig eins auswischen kann. Saison 2006, 2007, als Schalke am vorletzten Spieltag durch die Derby-Niederlage die Tabellenführung verloren hatte. Das war damals für die Dortmunder keine wirklich gute Saison, aber die Fans haben das gefeiert bis zum geht nicht mehr. Wir gehen auf die Halbzeit der Saison zu und beide Clubs dürften bisher zufrieden sein. Sie stehen weit oben und wollen die Position sicher auch heute mit einem Sieg festigen. Und so tritt der BVB heute also an. Schauen wir uns ihre Formation an. Ja, Schöle vermissen wir jetzt. Also auf dem Papier wird's in der Situation, wo er verletzt ist. Wir warten mal ab, wie sie sich da offensiv dann wirklich bei den ganzen Verletzungen, die wir haben, oder bei den vielen Spielen zumindest, die anstehen. Verletzt haben wir eigentlich gar keine. Verletzt ist nur der Schürrle im Moment. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Wir sehen bei ihnen heute ein 4-5-1. Aber offensiv ausgerichtet. Okay. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Das Westfalenstadion, wie der Signal Iduna Park bekanntermaßen zuvor hieß, wurde im April 1974 Anschluss zu Schalke, damals wenn ich es richtig spielte sehe. Der BVB Jascha zu Heide, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Und maximal 54.000 fanden darin Platz. Heute sind es über 80.000, eine immer wieder imposante Kulisse. Das erste Spiel im Stadion endete übrigens 0:0. Gegner war Bayer Uerdingen. Hast du schon mal gehört? So, auf geht's im Derby. Okay. Schalke erstmal mit Ballbesitz. Er hatte kurzzeitig nicht mehr den richtigen Halt, aber er fängt sich und hält die Balance. Da haben sie gut gearbeitet. Und gut abgelaufen. Wer war das? Kagawa. Schmelzer. So, der Flankenwechsel auf Felix Passler. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Ah, Pulisic scheitert leider. Jetzt Aubameyang. Aber jetzt ist er am Ball. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Ach, Rode, verdammt. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt oh, Merino, stark. Ah, schade. Einwurf, der Ball war draußen. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Gut. Oh, das muss Freistoß geben. Ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler.
gibt's jetzt die Gelegenheit. Boah, Mann, ey. Gutes Tackling. Für den BVB wird das heute keine leichte Aufgabe, Buschi. Nee, dazu sind die Teams einfach zu ausgeglichen. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Kagawa. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Ist schon wieder genau wie gegen Stuttgart. Oder, keine Ahnung, vielleicht ja, ist es schon die ganze Zeit und mir fällt es mittlerweile jetzt erst auf. Durchkommen. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Ja, Schalke viel am Faulen hier. Und Sokratis. Schmelzer. Und Schmelzer. Das könnte eine Gelegenheit und Merino, wie auch immer er hier nach vorne kommt. Ball kommt nein! In den Strafraum, aber der Verteidiger löst das ganz souverän. Meier. Sauber vom Ball getrennt hier. Sokratis mit dem Einsatz hier. So, jetzt Rode. Es wäre ja geil, wenn der Aubameyang einfach mal nach vorne laufen würde. Der BVB mit dem nächsten Angriff. Jetzt ist die Kugel weg. Würde schon einiges im Spiel hier erleichtern. Super durchgesetzt. Kein Foul. Ball gespielt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der war nicht gut. Da schickt er den Mitspieler. Oh, Choupo-Moting. Sehr guter Einsatz. Oh, stark, Sokratis. Kagawa. Jetzt vielleicht der BVB. Schöner Ball auf Reus. Spielt den Ball in den freien Raum. Abgefangen, gut gemacht. Das habe ich schon gedacht, dass der den nie bekommen kann, der Pulisic, so klein wie er ist. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Und Kagawa. Schmelzer. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie... Ja, Mann! Der ist drin! Und Sebastian Rode! Endlich! Mal ein bisschen kombiniert. Super mit dem Kopf getroffen. Das kann er! Da springt er auch genau im richtigen Moment hoch und trifft den Ball voll. Exzellentes Timing. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sam. Okay. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Geis. Buschi, lass uns doch mal kurz. Das ist aber wieder sowas. Eigentlich erwartet, dass der Aubameyang da steht. Und definitiv, Wolf. Dann mal so, keine Ahnung, gut. So ein Flügelspieler solche Pässe spielen kann. Starke Bundesliga-Saison. Was fehlt, ist ein Titel. Felix Paslak. Er spielt den Pass auf den Pulisic. Flügel. Das ist Freistoß für Dortmund. Schalke 100% angekommene Pässe. Pulisic. Den ach, Ball faustet er weg. Guter Einsatz. War vielleicht keine so gute Idee, das, das ist die Möglichkeit. So knapp vor Fährmann zu machen. Da kommt der Schuss. Ach Reus, was ist das denn für ein Grottenschuss gewesen? Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Na, Mist. Nastasic. Rahman Baba. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Boah. Haben wir. Sehr gut. Sokratis am Ball. Marc Bartra. Reus. Felix Paslak. Ja, Paslak und Pulisic. Das ist eigentlich relativ solide. Kagawa.
Jetzt müssen sie aufpassen. Nein, da schade. Kann er ihn stoppen. Reus zu spät durchgestartet. Rode. Oh. Der Hunter. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Was ist das denn für ein Pass? Steht. Mann. Oh, Merino ist aber echt... Der räumt gut weg. Oh, ein Schnitt zur Halbzeit. Und zur Pause am beiden können wir zufrieden sein. Alle Chancen, es steht 1:0. Na, guck mal, das ist der Weins hier. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Sebastian Rode mit dem Tor. 2:0 Torschüsse, also das Spiel ist definitiv mal in unserer Hand. Ach, Merino verliert aber echt mega schnell an Ausdauer. Und weiter geht's mit Durchgang 2. Der BVB führt. So, Schmelzer, das war jetzt er ein Fehler. Er steht gut und hat den Ball. Das war ein Riesenfehler, den wieder zurückzuspielen. Aber das korrigiert er. Meier. Wird das seine Tor? Boah, stark, Rode. Gutes Tackling. Rode. Richtig krass, was mit ihm abgeht. Da liegt ein verletzter Schalker. Gucke. Aber sie können ja ins Aus selber spielen. Ich spiele sicherlich nicht ins Aus, wenn die es auch so nicht hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Sie verlieren den Ball. Das sah eigentlich gut aus. Und wieder Rode. Aber dann war es vielleicht doch der eine Pass zu viel. Königsblau wieder am Ball. Shit. Jetzt zu lange geguckt. Aber Rode holt ihn wieder. Rode. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Ja, das war, glaube ich, abseits von Reus. Marco ja. Reus steht im Abseits. Wie viel Ausdauer hat denn der Reus noch? Mehr viel. Also der spielt auf jeden Fall nicht durch. Er hat schon das volle Stuttgart-Spiel gehabt mit Verlängerung. Geis. Nun Hünteler am Ball. Und der Vorteil für Schalke. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste und werden einen sehr, frischen sehr Mann bringen. Ach Mann. Boah, Fährmann. Geil. Mut zum Risiko, würde ich mal sagen. Choupo-Moting. Und Sokratis. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Choupo-Moting. Gucke. Geis. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Die Gäste werden wechseln. Oh, das war nicht gut, aber ich glaube, wir wechseln jetzt auch mal. Reus ist so langsam echt kaputt. Aber ich weiß nicht, wen wir für ihn bringen sollen. Die haben ja alle keine Ausdauer. Ich würde sagen, hier Ramos vielleicht. Ober muss durchspielen. So, Götze kommt für Kagawa. Ach Mann. Geis. So, jetzt nochmal vielleicht. Wechseln wollen. Alter, was war denn das? Der Reus hat keinen Bock mehr zu spielen. Einwurf. Reus haut den Ball einfach mal raus. Jetzt kommt der Wechsel, Reus verlässt den Platz. Oh, Dembélé jetzt im Spiel. Aogo. Könnte eigentlich mal zum Derby-Helden machen. Sam. Jetzt wird's gefährlich. Und Sokratis räumt weg. Mega stark. Nein. Und die Flanke. Oh, Koke. Und er geht an ihm nicht vorbei. Schlecht gemacht. Abwehr hat aufgepasst. Aber jetzt Sokratis auf Dembélé. Jetzt vielleicht der BVB. Nein. Nun hören wir das. Klasse Technik.
Oh, Schmelzer. Also defensiv ist das heute relativ stabil bei uns. Marc Bartra. Nuno Aubameyang. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Ah, shit. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Wir sehen hier die Ballbesitzstatistik. Und alles ausgeglichen. Den Eindruck hatte man vom Spiel aber auch so. Höwedes. Und er gewinnt den Zweikampf. So, jetzt die Chance zu Ober. Jetzt ist er auf und davon. Aubameyang. Mario Götze. Das gibt's nicht. Könnte gefährlich werden. Ober und Götze. Die Fans sind unzufrieden. Denen geht das hier nicht schnell genug. Das kann ich nachvollziehen, Wolf. Aubameyang. Oh, Aubameyang. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Okay, ich glaube, ich habe jetzt die Ecken verstanden. Rode. Erneut der Ballbesitz von S04. Geis. Oh, Passlack, der hat noch was im Tank. Und da verlieren sie den Ball. Stark. Rode. Ach, Götze. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Da passt er auf. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Stark. Sensationell. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Christian Pulisic. Schade. Und haben sie überhaupt Platz gelassen? Ecke für Dortmund. Na, schade. Noch eine Ecke? Sokratis! Ach Mann. Das war eine klasse Gelegenheit. Ganz knapp. Max Meyer ist verletzt. Sollte aber nicht unser Problem sein. Den Ball treibt Aubameyang. Und jetzt nach vorne. Die Chance für Götze. Ah. Glück gehabt, dass sie den Fährmann nicht umgeholzt haben. Hab schon Geld gegeben. Den Ball leitet er weiter. So, Rode. Guter Pass, der kommt an. Aubameyang versucht. Das war eine Wo gute ist der Ball, Chance, Mann? Oh. Nicht gesehen. So, 90. läuft. Geis. Es gibt drei Minuten Nachspielzeit. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Und Sam, aber Dembélé ist dabei. Gutes Tackling. Und einfach raus. Das sollte reichen. Geil. Nee, draußen spielen wir zurück. Jawohl, Derby-Sieger. Jetzt Sebastian Rode, Derby-Held. Borussia Dortmund gewinnt diese Ach, wie schnell man wieder gute Laune in diesem Spiel bekommt. Ich glaube, Schalke hatte gar keinen einzigen Torschuss für gehabt. Spieler was Besonderes, aber auf jeden Fall für die Das schauen wir uns jetzt mal an. Spielstatistik. 7:0. Okay, also. Das war eigentlich, ist das noch viel zu wenig gewesen, das 1:0. Aber das ist ja sowieso mein Standard hier. Gucken, Spielerbewertung. Passlag mit einem Bombenspiel, 7,9. Sokrates ebenfalls 8,5. Sebastian Rode 8,8. Völlig zu Recht. Aubameyang 8,5. Götze 6,9. Ach, wir haben nur zweimal gewechselt. Aber wie gesagt, die sind alles eh so kaputt. Da hätte das eh nicht viel gebracht. Sehr schön. Haben wir das erste Derby gewonnen. Dadurch steigt meine Laune wieder enorm nach oben. Ich denke mal, das könnt ihr euch vorstellen. Was ist denn das nächste Spiel? Oh, das scheint Legia Warschau. Ja, das Rückspiel in der Champions League steht bevor. Es ist dann auf jeden Fall wieder morgen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich auch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und ich hoffe, dass ihr dann morgen reinschaltet. Ich bin an dieser Stelle raus. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Macht's gut und ciao.